Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus und Maria, die Mutter Jesu, unsere vielgeliebte Mutter. Pilatus hatte also gefragt, wen wollt ihr, soll ich euch freigeben? Jesus den Barabbas oder Jesus, welcher Christus genannt wird? Das ist sehr interessant. Manche Textzeugen reden von Barabbas als dem Jesus, der auch Barabbas genannt wurde. Und wir müssen uns vorstellen, was das jetzt bedeutet. Barabbas heißt Sohn des Vaters und Jesus heißt Gott rettet. Ist das nicht schon eine Erklärung für das, was Jesus für jeden Menschen tun möchte? Er will Jesus für uns sein. Er möchte uns im Namen Gottes retten. Er möchte uns zu Barabbas machen, zu Söhnen Gottes. Und wir lesen später bei Paulus, dass der Heilige Geist gesandt worden ist, um uns dann auch zu bezeugen, unserem Geist zu bezeugen, dass wir Abba zu Gott rufen und dass wir Söhne Gottes sind. Liebe Brüder und Schwestern, die Menge wurde manipuliert und man hat ihnen gesagt, sie sollten die Freigabe von Barabbas fordern. Wir könnten es als Unrecht empfinden. Er war jemand, der rebelliert hat, rebelliert gegen den Staat, vielleicht auch rebelliert gegen Gott. Und doch ist Jesus auch für ihn gestorben, damit er auch ein Sohn Gottes wird und aus seiner Rebellion herauskommt und die Kindschaft Gottes erlangen kann. Mögen auch wir Söhne Gottes werden, aus all unseren Rebellionen herauskommen. Rebellion gegen die Menschen, gegen die Gesellschaft, vielleicht gegen die Kirche, vielleicht sogar gegen Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.